Es lebten einmal zwei Jungs, Ivan und Mykola. Sie waren Nachbarn, also verbrachten viel Zeit zusammen. Ivan war größer als Mykola, deshalb begann er, Spielzeuge von Mykola zu nehmen, ihn zu necken und Kola statt Mykola zu nennen. Mykola mochte mit anderen Kindern Freunde zu sein, aber das ärgerte Ivan irgendwie sehr. Wenn der Sommer zu Ende kam, kehrte Ivan zur Schule zurück. Mykola hat sich eine andere Schule gewählt. Ivan wurde wieder über Mykolas Wahl böse. Er wollte, dass sein kleinerer Nachbar alles tue, wie er wünschte. Der empörte Junge begann Gemeinheiten zu begehen. Er erzählte Mykolas Freunden verschiedene Lügen und versuchte mit allen Mitteln Kinder gegen seinen Nachbarn aufzubringen. Natürlich glaubte ihm keiner. Alle wussten ja, dass Ivan sich beleidigt fühlt und kann seine Emotionen nicht kontrollieren. Ivan wurde komplett vom Zorn überkommen. Er nahm weiterhin Mykolas Spielzeuge, beleidigte ihn mit Wort und Tat. Die anderen Kinder sahen das. Deshalb begann Ivan Lügen auszudenken, um die Bestrafung von Erwachsenen zu vermeiden. Er hat mich erst angegriffen. Ich habe mich nur verteidigt. Eine ähnliche Geschichte passiert zwischen zwei Nachbarländern, unserer Ukraine und der Russischen Föderation. Die Ukraine hat schon lange her ihren Weg und Europa als ihren Freund gewählt. Russland ist aber mit der Wahl des ukrainischen Volkes unzufrieden. Es will die Ukrainer mit Gewalt und Lügen zwingen, nach seinen Regeln zu leben. In einfachen Worten hat Russland Teile der Ukraine gestohlen und nannte sie Volksrepublik Donetsk und Luhansk. Es zündete dort ständig Feindschaft an und warf das der Ukraine vor. Russland will alle überzeugen, dass seine Aggression eigentlich Hilfe ist. Der Diebstahl von Teilen der Ukraine wäre Freundschaft. Der Wunsch, ukrainische Sprache und Kultur zu vernichten, wäre Pflege. Und das Werfen von Bomben auf die Städte wäre Frieden. Die Welt sieht aber, wessen ist die Wahrheit. Millionen von Menschen in der ganzen Welt gehen auf die Straßen mit ukrainischen Flaggen und unterstützen die Ukraine. Das Wichtigste jetzt ist, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Da, wo die Wahrheit liegt, liegt auch das Gut. Und das Gut siegt immer.